Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 21. Juni. Heute dabei Pokémon Go, Nokia, Nextdoor, Rewe, Amazon, Spotify und Unicode 10. Beginnen tun wir wieder mal, wie fast jede Folge diese Woche, zumindest bislang, mit Pokémon Go. Da steht nämlich jetzt auch wirklich das Update für die Apps an. Also Update 0.67.1 für Android, beziehungsweise Update 1.37.1 für iOS, bringen dann die ganzen Änderungen, die seit ein paar Tagen in die Wege geleitet werden, in die Apps und diese können dann benutzt werden. Wann genau das Update zum Download zur Verfügung steht, ist noch nicht bekannt. Aber ja, sobald die Updates da sind, werden entsprechend auch die deaktivierten Arenen wieder aktiviert und alle Spieler haben dann die Möglichkeit, wieder in Anführungsstrichen normal weiterzuspielen. Ihr könnt sicher sein, wir halten euch da auf dem Laufenden. Auch ein Update in Sachen App hatte ich heute auch persönlich im App Store drin und zwar aus der WildThings App wurde jetzt die Nokia Health App und gleichzeitig hat Nokia, die ja WildThings übernommen haben, auch entsprechend die Produkte umgebrandet und mit der neuen Nokia Buddy auch eine Einsteigerwaage an den Markt gebracht, die sich halt mit dem WLAN verbindet und eigentlich echt nur das Gewicht misst und keine extra anderen Features hat, wie beispielsweise die Pulsmessung. Ja, da hat sich auf jeden Fall jetzt der Schritt getan. WildThings ist Vergangenheit, es ist jetzt alles Nokia. Ganz andere Sache, aber auch in Sachen App ganz interessant. Nextdoor startet in Deutschland. Nextdoor ist ein Nachbarschaftsnetzwerk wie nebenan.de, wo sich Nachbarschaften vernetzen können und Leute können sich kennenlernen. Man kann Hunde und Babysitter finden, man kann Sachen verleihen, austauschen und also ein Krimskrams. Und Nextdoor ist praktisch das amerikanische Original in Anführungsstrichen. Und nebenan.de ist die deutsche Kopie, die seit 2015 schon am Markt ist und relativ gut etabliert wurde. Und ja, Nextdoor wagt jetzt auch den Schritt nach Deutschland. Neben der Webseite gibt es halt auch Apps für Android und iOS. Und der Start beginnt jetzt. Wenn man sich dort registriert, muss man sich mit Klarnamen und Adresse registrieren. Und im Gegensatz zu nebenan.de wird dieses dann von Nextdoor mit einer Postkarte verifiziert. Ob Nextdoor jetzt großen Erfolg hat in Deutschland, sei mal dahingestellt. Nebenan.de macht sich eher weniger Sorgen, denn da gebe ich Ihnen durchaus recht. Es ist ja was anderes, wenn so ein Netzwerk wie Facebook nach Deutschland kommt, wo sich weltweit vernetzt wird. Dann haben deutsche Netzwerke wie damals StudiVZ natürlich einen schlechten Stand. Wenn jetzt allerdings mit einem Nachbarschaftsnetzwerk, was ja von vornherein auf lokale Vernetzung basiert, rüberkommt, da sieht die Welt schon anders aus. Von daher bleibt auf jeden Fall spannend und ich halte da mal ein Auge drauf. Rewe hat ja einen Online-Shop, wo man sich sein Essen, seine Lebensmittel einfach mal so eben bestellen kann. Die werden dann nach Hause geliefert und das läuft wohl auch ganz gut an. Und jetzt wird der nächste Schritt gemacht, denn Rewe öffnet den Online-Shop auch für weitere Händler. Diese können dann dort zusätzliche Produkte, die passend sind zu den Lebensmitteln, anbieten, wie, nehmen wir mal das allereinfachste Beispiel, meinetwegen halt Geschirr und Kochtöpfe und all das, was man entsprechend braucht, wenn man halt mit Lebensmitteln umgehen will, kochen will, sich was zu essen machen möchte. Es gibt nun erste Tests mit 5 Partnern und 1000 Kunden. Diese sollen Anfang Juli beginnen und danach soll es dann Schritt für Schritt weitergehen. Neue Partner sollen hinzukommen und entsprechend wird es dann ja wahrscheinlich auch freigeschaltet. Interessante Information generell natürlich, aber auch in dem Kontext, dass Amazon Whole Foods ja kaufen möchte und sich da halt eine Verbindung zwischen Offline und Online tut. So will Rewe anscheinend einfach in Deutschland nun auch ein bisschen weiter Gas geben in Sachen Online und dort sich entsprechend platzieren. Und wo wir gerade schon von Amazon geredet haben, die haben jetzt die Auswahl ihrer Dash-Buttons erweitert. Es gibt
50 derspartenste Bestellköpfe fürs Internet jetzt neu. Also nicht neu, insgesamt sind es jetzt 50. Beziehungsweise über 50 sogar. Und mit so einem Dash-Button kann man halt immer mal schnell was bestellen, was man regelmäßig braucht. Leider kann man die nicht einfach selber belegen. Aber ja, dadurch, dass natürlich jetzt weitere Buttons verfügbar sind, hat man zumindest eine größere Auswahl. Und die Buttons kosten weiterhin 4,99 Euro, werden bei der ersten Bestellung verrechnet, sind damit also faktisch umsonst. Und scheinen ganz populär zu sein, sonst würde Amazon die ja nun nicht weiter pushen. Ich persönlich kenne allerdings auch niemanden, der den nutzt. Ich habe zwar einen, einfach aus Testzwecken mal gekauft, habe ihn aber nie großartig eingesetzt. Was ich aber fast täglich mittlerweile einsetze, ist Spotify. Und Spotify gibt es ja in einer freien Version, die mit Werbung finanziert wird, und in der bezahlten Premium-Variante. Und nun hält auch eine neue Art von Werbung Einzug bei Spotify, und zwar die Sponsored Songs. Spotify verkauft also Plätze auf Playlisten, wo Plattenfirmen Songs platzieren können. Diese werden auch entsprechend markiert, dass diese gesponsert sind. Und Premium-Nutzer können dieses auch abschalten, denn die zahlen ja schließlich auch dafür. Mal schauen, wie das so ankommt. Ist auf jeden Fall eine innovative Monetarisierungsvariante, mit der ich jetzt so schnell gar nicht gerechnet hätte. Und kommen wir zum letzten Thema für heute und vielleicht auch das Wichtigste für viele und für andere ein komplett irrelevantes Thema. Es sind neue Emojis da. Unicode 10 wird nun 239 neue Emojis präsentieren. Das wurde jetzt abgesegnet und die ganzen Anbieter wie Apple, Google, Microsoft und Co. können diese Emojis nun implementieren. Und dabei haben wir halt jetzt ganz tolle Sachen wie auch beispielsweise zwei Dinosaurier. Ich glaube, Elfen sind dabei, Vampire, all das, worauf wir natürlich gewartet haben. Und ja, rechnet einfach mal damit, dass beispielsweise bei Apple mit dem nächsten iOS entsprechend diese auch Einzug halten. Und dann habt ihr da die Möglichkeit, Freunde und Familie damit zu beglücken. Und ja. Damit war's für das für heute. Ich beglücke euch hoffentlich morgen wieder, wenn ihr wollt, mit der neuen Geek Talk Daily Folge. Ansonsten kommt gut in den Mittwoch. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns ein Feedback oder kommentiert doch bei iTunes unter Geek Talk Daily. Wir freuen uns auf jeden Fall. Feedback wird auch gerne angenommen und wenn es geht, auch umgesetzt. Denn wir machen das natürlich hier für euch. Von daher, ich hoffe, wir hören uns morgen. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.